Also grundsätzlich wurde das Spiel ja schon vor Wochen anberaumt. Und da war es natürlich so, dass man gesagt hat, okay, Jungs, so von uns, die weniger gespielt haben, die Gelegenheit geben. Jungs, die verletzt waren, denen die Spielpraxis zu geben. Und ich meine, da ist natürlich im Vorfeld, wir wussten jetzt, okay, wir können Thomas vielleicht 10 Minuten spielen lassen, 5 Stunden spielen lassen. Andi wird noch nicht so weit sein. Reini, dem so ein Spiel auch gut getan hätte, fällt halt aus wegen Corona und. Nächste Woche. Scheiße. Ja? Plus die ganzen Länderspielabstellungen, die wir dann auch noch haben. Sagst du dir, okay, ist es das noch, was es sein sollte, als man das Spiel abgemacht hat? Auf der anderen Seite habe ich mir aber auch heute Morgen gedacht, okay, was ist denn, wenn wir mal einen Ausbruch haben? Na? Also wir testen sehr engmaschig, wir testen jeden Tag, aber wir sehen das ja auch bei anderen Vereinen, dass es auch mal schnell passieren kann, dass eine Handvoll oder mehr dann auch mal kurzfristig ausfallen. Und dann können wir sagen, ja, dann haben wir schon mal unter Wettkampfbedingungen Jungs gesehen, wie Daniel, wir haben Jungs gesehen, wie Semin, wie Abnur, wie Luca, wie Gideon. So, und das sind auch wichtige Erfahrungswerte für die Spieler, aber auch für uns. Und von daher bringt jedes Spiel, was du absolvierst, bringt dir Erkenntnisse. Vielleicht manchmal andere, als du gedacht hast, als man das abgeschlossen hat, dieses Spiel, aber es bringt dir halt Erkenntnisse. Definitiv. Also, wir sind da mit den Köpfen irgendwie zusammen und dann ist er nochmal auf den Boden aufgeschlagen. Okay. Ich denke, ohne dass ich Medizin studiert habe, ich denke, dass er sich vielleicht eine leichte Gehirnerschütterung geholt hat. Und ich hoffe dann auch darauf, dass er uns zu Beginn der kommenden Woche dann auch wieder zur Verfügung steht. Aber das ist natürlich unglücklich, ne? Wenn gerade auch für Marv wären das wichtige 90 Minuten gewesen, Wettkampfpraxis gegen den guten Gegner, der ja auch seinen Trainer gewechselt hat in der letzten Woche, die ja eigentlich auch mit ihrer ersten Elf gespielt haben, ne? Sind das ja genau die Wettkämpfe, die Jungs eigentlich brauchen. Und dann ist es schade für uns, aber auch logischerweise für ihn, wenn er nach 5 Minuten schon Schluss ist. Oder ist das jetzt falsch? Also normalerweise heißt das, er konnte heute diese 10, 15 Minuten spielen. So, und jetzt werden wir schauen, wie sich Dinge entwickeln. Kero hat's gut gemacht. Ja. Kero ist bei der Nationalmannschaft, bei der U20. Also, so weit will ich gar nicht denken. Okay. Also ich will nicht an nächste Woche Freitag denken, sondern ich bin einfach froh, dass Thomas jetzt hier eine Viertelstunde spielen konnte. Mhm. Und ich glaube, das gibt ihm ein gutes Gefühl, das gibt der Mannschaft ein gutes Gefühl und das ist auch ein gutes Zeichen nach außen, dass er auf dem Weg ist, uns wieder vollständig zur Verfügung zu stellen. Also Memo gar nicht. Also ich weiß nicht, wenn Sie sich an die Eingangsprognosen erinnern, dann ist zwischen dem heutigen Datum und der Prognose ist noch ein bisschen Luft. Ja, da sind wir zufrieden mit der Entwicklung, aber ich rechne jetzt nicht mit Memo in der kommenden Trainingswoche als vollständiges Mitglied, das gar nicht. Und bei Andi müssen wir jetzt auch schauen von Tag zu Tag. Ich meine, Andi war jetzt auch lange raus. Man muss jetzt schauen, dass er sein Trainingspensum auch steigern kann wieder. Und dann werden wir schauen, wann es für ihn wieder losgeht. Also von daher erwarte ich jetzt nicht, dass einer von beiden in Dresden spielt.
nicht innen spielen musste, weil ursprünglich ist er ja Innenverteidiger. Ja. Darf man ja nicht vergessen. Also er ist eigentlich ja Innenverteidiger. Aber er hat es ordentlich gemacht mit den Dingen, die er uns geben kann. Ja, also er ist natürlich ein von seinem Naturell her ein eher defensiv denkender Spieler mit einem guten Passspiel, mit einem guten Ball aus dem Halbraum. So, und diese Punkte hat er uns gegeben. Und das ist absolut okay so. Aber jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze auch in den kommenden Tagen so entwickelt. Wie gesagt, wir haben einige bei der Nationalmannschaft. Ja, Po auf diesem Wege herzlichen Glückwunsch, weil die haben sich ja heute qualifiziert durch den Sieg gegen Australien. Wir haben Marci und wir schauen, was wir dann für eine Gruppe zusammen haben werden für die nächsten. Ich weiß nicht, ob die alle drohen auszufallen. Also na, vielleicht ist Reini wieder im Training oder so. Aber schauen Sie mal, wie viele Innenverteidiger wir heute haben. Ja, wenig. So, sehen Sie. Wir hatten wenig Innenverteidiger und wir wollten jemanden aus der U23 auf der Rechtsverteidigung. So. Na, wenn wir jetzt die große Auswahl gehabt hätten im Zentrum, dann wäre es vielleicht naheliegend gewesen, dass wir ihm nochmal 45 Minuten auf der Position geben, also hinten rechts, oder schön hier, da hinten rechts, ja, weil du so geguckt hast. Und vielleicht 45 innen. So, jetzt hatten wir wenig Innenverteidiger, wir wollten Salif nicht über ein komplettes Spiel jagen. Abnur ist Spieler der U19. So, am Ende des Tages ist es gut, dass alle ihre Minuten. Ja, Jaro hat es in seinem jungen Leben, nicht allzu häufig gespielt. Aber wenn es die Situation bedarf, dann muss man solche Dinge ausprobieren, damit man sieht, ob jemand eine Alternative sein kann. Ja? So, wir wissen, dass wir mit Thomas Dye einen sehr guten Spieler haben. Wir wissen, dass Kero das sehr, sehr gut gemacht hat. Wir hatten eigentlich vor, heute Henning dorthin zu stellen, aber leider ist er gestern Knie an Knie mit Marvin ineinander gekommen oder zusammengeprallt. Ja, nichts Großartiges jetzt, davon gehen wir aus. Aber für heute halt eher unglücklich, dass er dann heute ausfallen musste. So, und dann bot sich eigentlich, in Anführungsstrichen, nur Jaro an. Ich hätte ihn auch gerne auf der Achterposition gesehen. Aber es geht ja auch darum, wie nimmt so ein junger Spieler so eine Position an? Wie geht er damit um? Dass es nicht seine erste Position ist, das weiß doch jeder. Ne? Aber ich finde, er hat die Position gut angenommen. Er hat da auch in der Defensive hat er wenig Momente gehabt, wo er das Nachsehen hatte. Also doch ordentlich. Und auch für uns wieder eine weitere Erkenntnis, dass wir sagen, ja, wir haben ihn dort gesehen. Sitzt er im Knast oder hat er was verbrochen? Ja. Ja, wenn Sie sagen, er ist auf Bewährung. Ich dachte, wer ist denn sein Bewährungshelfer? Wissen Sie das? Wenn Sie es mir sagen, na, ich, eine gute Geschichte. Ich wusste nicht, dass er auf Bewährung ist. Deswegen bin ich überrascht. Deswegen gucke ich mal. Das waren auch nicht meine Worte, um ehrlich zu sein, aber es wurde so geschrieben. Möchten Sie sich die Frage selbst beantworten? Ich würde sagen, es wäre gar kein Thema, aber ich frage trotzdem mal. Jetzt warten Sie darauf, dass ich das sage, dann haben Sie morgen die Schlagzeile. Aber grundsätzlich. So, ja. Ist es doch wichtig, dass Ralle mal wieder ein Spiel über 90 Minuten bekommt. Mhm. Ja, und dafür bot sich der Test heute an. Und alles, was da reingedacht wird, finde ich manchmal abenteuerlich. Ja? Abenteuerlich, weil wir holen Simon Hensler zurück, weil Simon ist ein guter Torwarttrainer und hat Vertrag bis 24. So, und das Erste, womit man konfrontiert wird, ist, ja, bedeutet, dass das Ralle nächste Woche spielt. So einfach ist die Welt auch nicht. Ja? Wir sind froh, dass wir beide zur Verfügung haben. Wir hoffen, dass Michi uns auch bald wieder zu 100% zur Verfügung steht.
Und das ist doch schön. Das ist doch eine gute Situation. Ja? Ralle konnte die 90 Minuten heute für sich nutzen. Wir sind aber auch mit der Leistung von Martin zufrieden. Und die Situation haben wir alle lieber, als wenn wir, mit unseren Torhütern unzufrieden sind. Gut, ja, vielen Dank. Ne? Nicht dafür.